Okay, weiter geht's. Möchte ich jetzt mehr nur... nein. Oh, jetzt wird's interessant, glaube ich. Ihr kleinen verdammten Homos. Worauf wartest du noch, Stonewall? Los, es wird Zeit! Ja, wie sie meinen. Hey, Samford, Zeit für die Spezialtechnik! Gut. Schau genau hin, Sharp. Diese Spezialtechnik ist nur für dich! Eine Spezialtechnik? Doch nicht etwa... Kaiser Pinguin 1? Samford, hör auf! Hör sofort auf damit! Halt die Klappe und schau hin, Sharp! Samford, diese Spezialtechnik ist verboten. Samford. Hallo, Mark hat einen Fußball als Kopf, okay? Ah, oh. Hast du das gesehen, Sharp? Das war mein Kaiser Pinguin 1. Du weißt nicht, dass es verboten ist. Du weißt, dass es verboten ist, den Kaiser Pinguin 1 einzusetzen, Samford. Bitte tu das nicht noch einmal. Was hast du denn auf einmal, Sharp? Hast du etwa Angst, dass ich besser werde als du? Darum geht es doch gar nicht. Verstehst du denn nicht? Wenn du diese Spezialtechnik noch einmal einsetzt, dann wird dein Körper... Für Verlierer gibt es keinen Platz in dieser Welt. Ich werde den Kaiser Pinguin 1 so oft einsetzen wie nötig, um zu gewinnen. Mit Hilfe dieser Spezialtechnik bin ich so gut wie du. Nein, sogar noch besser als du. Ich werde eine Stärke erreichen, von der du nie zu träumen gewagt hättest. Samford, der Kaiser Pinguin 1 ist unglaublich mächtig. Aber warum verletzt sich Samford, wenn er ihn einsetzt? Wieso ist diese Spezialtechnik verboten, Sharp? Warum hast du ihm gesagt, dass er sie nicht auch einmal einsetzen soll? Der Kaiser Pinguin 1 ist eine Spezialtechnik, die Wei Dark persönlich entwickelt hat. Immer wenn sie eingesetzt wird, wird eine zerstörerische Kraft in den Muskeln des Spielers geleitet, der sie einsetzt. Setzt ein Spieler zweimal in seinem Spiel ein, gelangt sein Körper an eine kritische Grenze. Beim dritten Einsatz dann. Grenze? Wird er damit andeuten, dass man danach nie wieder Fußball spielen kann? Diese Spezialtechnik zu verbieten war meine erste Handlung, nachdem ich Kapitän der Royal Academy geworden war. Samford, warum zwingen sie dich nur dazu, das zu tun? Nicht mein Problem, also warum darüber nachdenken? Weiter so, Leute! Nein! Was zum Geil? Die sind noch nicht ganz dicht, wenn sie ihr Leben für einen Fußball riskieren. Die sind nicht mal ganz dicht, das muss man echt sagen. Verdammt, das war etwas zu doll. Dieser Homo hat da durchgeschossen. Gretchen. Du spielst echt auf der falschen Seite, Schiedsrichter. Fahr zur Hölle. Fahr einfach zur Hölle. Geht's, hier kommt noch einmal der Kaiser Pinguin 1. Tut es nicht, sein Wort. Sharp! Ah! Sharp! Verflixt, ich konnte den Schuss nicht blocken. Aber er sollte immerhin ein wenig langsamer geworden sein, Mark. Schnapp ihn dir. Alles klar, überlass das mir. Achso, du hast ihn gehalten? Boah. Ah! Ich werde den nächsten. Oh, den nächsten geht rein. Aber er hat diese Spezialtechnik doch jetzt bereits einmal eingesetzt. Wir müssen ihn aufhalten. Wenn er sie noch einmal einsetzt, wird er sich auch ernsthaft Schaden zufügen. Frost, wenn er nochmal den Ball bekommt, lasse ich mich in die Abwehr zurückfallen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er den Kaiser Pinguin 1 noch einmal einsetzt. Was?
Ich weiß, dass wir ihn aufhalten müssen. Warum du, Kevin? Ich bin der Einzige mit genug Kraft, um seinen Schuss abzuwehren. Außerdem weiß ich, wie er sich fühlt. Hm? Ich kenne das Gefühl, wenn man bereit ist, alles dafür zu tun, um jemanden mit anderen mithalten zu können. Früher habe ich mich selbst immer so gefühlt, wegen jemandem aus unserem Team. Axel Blaze. Darum muss ich etwas unternehmen. Erinnert mich daran, wie ich früher selbst einmal war. Kevin. So, er hat ihn aufgehalten. So, Bobby. Wieso gewinnt diese hässliche Missgeburt? Ey, das ist eine richtige faule Technik. Ja gut, so. Guter Schiedsrichter, so muss es sein. So ist es frei. Du schießt nochmal, wenn er nochmal seine komischen Tigerfinger irgendwas einsetzt, dann hat er das Spiel gewonnen. Nein, ich habe nicht gewonnen. Ach, was kann ich denn dazu noch tun? An mir kommt keiner vorbei. Spiel ist vorbei. Oder? Hallo, wie lange läuft jetzt das Spiel? Mich verarscht mit der Spezialtechnik. Pa, was denn mit den beiden los? Ich dachte, die kämen von der Royal Academy. Sie sind völlig nutzlos. Der Kapitän für diesen Haufen zu sein, ist gar nicht so einfach. Was, Sharpilein? Hey, denk nicht mal daran, dich mit Sharp auf einer Stufe zu stellen. Du hast recht, ich sollte mich nicht mit einem Verlierer vergleichen. Nämlich etwas Besonderes. Ich meine, Blitz auf meinem Kopf. Ich werde dieses Spiel auf keinen Fall verlieren. Ist mir egal, was mit diesen beiden Pfeifen passiert. Nur der Sieg zählt. Was ist nur mit ihm los? Trainerin Lina, wir müssen dieses Spiel unterbrechen. Das Spiel wird fortgesetzt. Aber Trainerin, meine Entscheidung steht fest. Es ist meine Aufgabe, ein Team zu trainieren, das stark genug ist, um die Elders Akademie zu besiegen. Verlieren kommt nicht in die Frage. Wir können jetzt nicht aufgeben. Bruderherz, wenn wir jetzt aufgeben, dann werden wir vielleicht Sanford kurzfristig retten. Aber wenn er und die anderen unter der Kontrolle von Wade dann bleiben, dann werden sie die Spezialisten weiter einsetzen. Meine Güte, wir müssen weiterspielen. Wir müssen, bis sie entscheiden, bis sie einsehen, dass es falsch ist, was sie da tun. Wir müssen ihnen zeigen, dass man keine verbotene Spezialtechnik einsetzen muss, um zu gewinnen. Das ist die einzige Möglichkeit, sie zu retten. Bist du sehr sicher, dass das funktionieren wird, Sharp? Nein, bin ich nicht, aber wir müssten es einfach versuchen. Siehst du das, Hillmann? Heute wird Raymond fallen. Und ich werde darauf wieder aufstehen. Dark, was ist nur aus deiner Liebe zu Fußball geworden? Du tust mir echt leid. Bisschen leid tun, ja. So, er kann das sowieso nicht mehr einsetzen, er hat nicht mal genügend TP. Durchsetzen. Duell in dem Missgeburt. Ich kritsche dir so die Beine weg, du Homo. Wenn jetzt ein Foul kommt, dann bist du der größte Homo da. Was ist das für eine hässliche Missgeburt? Ich hab gerade richtig random gemacht. Ewiger Eiswind. Wir setzen einfach mal ein. So, damit hat er keine TP mehr. Hey, werdet ihr bloß nicht übermütig. An mir kommt keiner vorbei. Wenn ihr sehen, wenn ich gleich meine nächste Spielzeitung einsetze, Homo. Mensch, ein letztes Mal. Nein, ich muss das ein drittes Mal tun. Sanford, nein! Wie geht das? Er hat keine TP mehr! Hallo! Wo ist die Logik? Diesmal nicht. Wie ist er jetzt von da hinten? Kevin!
Kevin, bist du verrückt? Das sollte eigentlich etwas cooler aussehen, hat nicht funktioniert. Oh. Kevin, fahr, du kriegst immer noch nicht rein. Oder Sanford, dann musst du es aber noch einmal versuchen. Du bist wahnsinnig. Hör auf, Sanford, bitte. Mehr hast du nicht zu bieten, du bist zu nichts zu gebrochen. Tja, dann müssen wir wohl ohne ihn weiterspielen. Wir sollten trotzdem gewinnen, nur das sehe ich. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Dafür wirst du bezahlen, Dark. Ich glaube, er ist ein bisschen kaputt. Aber nur ein bisschen. Lecco mio, leck mir die Eier. Ich will jetzt am Tor schießen, komm. Fuck you mit deinem Superscan, fuck you einfach. Gretchen, zu dritt. So, ich hab gewonnen. So, jetzt kommt der eisige, der ewige Eiswind. Jetzt kannst du mich mal. Friss den Ball. So muss es sein. Tolles Tor! So, jetzt. Was für ein Tor? Was? Mach doch mach mal locker. Das Tor fällt ja bald auseinander. So muss es sein, Johomos. Jetzt mach ich noch ein Tor. Wartet nur ab. Gretchen. Ach komm jetzt. Gretchen. Oh nein. Sie wird keine Titten mehr haben. Dicken Bock, der hat. Spiel beendet. Es ist so schlimm, oder was? Stimmt was nicht, Sharpilein? Warum vergisst du diese Verlierer nicht einfach, so wie du es vorher getan hast? Ich werde dich besiegen, King Sanford. Ihr dürft nicht aufgeben. Ich werde dafür sorgen, dass alles so wie früher wird. Ich soll die also schlagen. TP. Klasse, dieser Arsch. Oh, das wird geil. Das wird geil. So, damit habe ich das auch jetzt. Jetzt komm da rein. Und verdammt. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich diese Bastarde besiege.